der verteilten Standorte arbeiten wir sehr viel remote miteinander. Vor rund 2 Jahren haben wir vermehrt agile Projektprinzipien bei uns eingeführt. Hierfür ist eigentlich Anwesenheit ein zentraler Bestandteil. Da die Remote-Arbeit bei vielen Teams steigt, möchten wir gerne unsere Lessons Learned mit euch teilen. Anhand der 3 Scrum-Säulen lassen sich unsere Learnings und ergriffenen Maßnahmen sehr schön beschreiben. Zum einen ist das die Transparenz, die Inspektion und die Adaption. Bei der Transparenz hatten wir insbesondere die Herausforderung, alle auf einen gemeinsamen Working Mode zu bringen und eine transparente Kommunikation und Dokumentation sicherzustellen. Den Herausforderungen hinsichtlich Transparenz zu begegnen, führen wir täglich Stand-ups durch, inklusive Videotelefonie über Teams. Wir halten die ganze Kommunikation und die Alignments in unserem Teams-Kommunikations-Channel aktuell. Wir machen den Stand der Arbeit schnell zugänglich durch die Automatisierung von Deployments. Wir nutzen ein Online-Whiteboard-Tool für den Sprint-Planning-Prozess. Und wir halten alle Erkenntnisse aus den Diskussionen stets digital aktuell und halten die nach in Jira in unserem digitalen Product Backlog. Bei der Säule Inspektion haben wir vor allem die Herausforderung, alle Stakeholder in den Prozess einzubeziehen und offenes, konstruktives Feedback auch remote zu fördern und zu fordern. Den Herausforderungen bezüglich der Säule Inspektion begegnen wir auf 3 Ebenen. Zum einen auf Ebene des Development Teams. Hier verwenden wir kollaborative Softwareentwicklungsprozesse wie Pair-Programming und Code-Reviews. Dann auf Teamebene oder Gesamt-Scrum-Team-Ebene führen wir regelmäßig Retrospektiven durch und nutzen auch dafür wieder ein Online-Whiteboard-Tool. Und die 3. Ebene ist die Ebene inklusive unserer Stakeholders, nämlich in dem Sprint Review binden wir auch unsere Kunden und andere Stakeholder ein, holen uns Feedback ein und können so das Kundenfeedback auch in die Entwicklung mit einbeziehen. Unsere Herausforderung hinsichtlich der Säule Adaption ist vor allem, unsere Verhaltensweisen nachhaltig zu verändern. Außerdem Remote-Diskussionen und Entscheidungsfindungen durchzuführen. Bei der Adaption sind unsere Learnings, dass wir unsere Verhaltensweisen nachhaltig ändern können, vor allem auch durch das Empowerment von dem Scrum Master, der regelmäßig Reminder versendet und kurze Impulse und Rückmeldungen in den Stand-ups gibt. Außerdem halten wir unseren Backlog ständig aktuell, halten den nach Kundenfeedback und dokumentieren alle Anpassungen konsequent digital und transparent in Jira. Was sind die 3 Key Learnings aus unserer Erfahrung mit Remote-Arbeit? Zum einen die Selbstorganisation. Es braucht ein hohes Maß an Selbstorganisation im Team, aber auch der einzelnen Teammitglieder. Zweitens Vertrauen. Es bildet sich automatisch Vertrauen durch die sukzessive transparente Bearbeitung kleiner Pakete und Tasks, aber auch durch die Teamzusammenstellung, dass längerfristig die gleichen Personen in den Teams fest verankert sind. Nummer 3, Digitalisierung. Wir schaffen maximale Transparenz durch die konsequente Digitalisierung.